So, und damit kommen wir auch wieder zum Schluss zu unserer Lieblings-DVD. Diesmal war Holger wieder dran. Und was hast du dir ausgesucht? Die Bettwurst. Hm. Da hast du aber eine Überraschung für mich. Ich kann es nicht mal aushalten. Ich muss sofort schauen, was das ist. Ach, eine Bettwurst. Ist das toll. Ist das sowas, habe ich mir schon immer gewünscht. So eine Bettwurst. Endlich kann ich meinen Nacken im Bett auflehnen. Das ist das. Das sind Luzi und Dietmar. Das womöglich schrägste Paar der Filmgeschichte. Luzi lebt in ihrer eigenen kleinen, spießigen Welt und Dietmar fühlt sich darin wohl. Alles ist perfekt, bis Dietmar seine Vergangenheit einholt und Luzi gekidnappt wird. So, das ist also hier Die Bettwurst. Ein Kultfilm aus den 70er Jahren. Von Rosa von Braunheim gedreht, der ja bekannt dafür ist, dass er etwas schrägere Filme macht. Und man muss natürlich einen ganz bestimmten Humor haben, um diesen Film lustig zu finden. Der Film ist natürlich total billig gemacht. Es ist alles improvisiert. Es gab offenbar überhaupt kein Drehbuch. Und der Film lebt im Grunde genommen nur von diesen beiden Hauptdarstellern, muss man ja schon fast sagen, die sich im Grunde genommen selber spielen. Luzi Grin und Dietmar Kracht. Hm. Und also ich kann diesen Film mir 10-mal angucken und liege immer noch auf dem Boden vor Lachen. Daran können Sie auch sehen, wie warm es im Moment ist. Vermutlich hat er einen kleinen Sonnenstich, der Kreimeier neben mir. Also. Ich finde den Film auch im Winter lustig, du. Keine Sorge. Nach circa 6 Minuten war ich bereit, mit einem Gewehr auf meinem Fernseher zu zielen, als ich mir diesen Film reingezogen habe. Nach 18 Minuten wäre ich bereit gewesen, das Haus niederzubrennen, um diesen Film nicht weiter gucken zu müssen. Und am Schluss von diesem Film stand auf meinem Display vom DVD-Player: Willst du mich eigentlich verarschen? Also so ein Schrott, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also. Hast du nicht einmal gelacht? Ja, ich habe sehr gelacht, als der Film zu Ende war. Da habe ich mich wirklich gefreut. Da habe ich ihm die Hände geklatscht. Da dachte ich, Gott sei Dank. Und ich freue mich jetzt schon auf das Forum, wenn die Internet-User diese Lieblings-DVD bewerten. Ach, die halten doch alle zu mir. Ne? Naja, keine Sorge. Also ich weiß nicht, also ich habe mich komplett, ich kann bei dem Film krank lachen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach blöd. Der Film ist blöd, das gebe ich vollkommen. Die Kackwurst hat gut gepasst. Es ist ja auch noch die Fortsetzung, die Berliner Bettwurst mit drauf. Ja, hast du den auch angeschaut? Natürlich, selbstverständlich. Ne? Ich dachte schon, wenn schon, dann alles. Dann volle Pulle, ne? Ja. Da spielt auch Lou van Burg mit. Ja, ja. Kennst du Lou van Burg noch? Kenne ich noch, ja. Mit seiner Show und was alles. Genau. Ja, holländische Show. Und richtig, ja. Er spielt einen Hochstapler, einen Heiratsschwindler in dem Film. Und es sind auch noch ein paar Extras dabei. Ein Interview mit Luzi Grin. Mhm. Die ist ja erst vor ein paar Jahren gestorben. Die ist ziemlich alt geworden. Während Dietmar Kracht ist schon so 2-3 Jahre nach dem Film ertrunken in Berlin. Mhm. In einem See unter sehr mysteriösen Umständen. Mhm. Wahrscheinlich hat er sich seinen eigenen Film mal angeguckt und hat gesagt, nee, jetzt mal Schluss. Ne, also. Ach Mensch. Ja. Also Sie sehen einen Film, es gibt auch Filme, an denen sich die Geister scheiden. Ich kann schon nicht mehr sprechen, vor Entsetzen, dass du diesen Film nicht magst. Ich finde ihn einfach super und empfehle ihn nochmals sehr herzlich. Mhm.